Gerald, dann erzähl uns doch mal deine persönliche Spieleentwicklung. Ja, das fing halt in den frühen 70ern an mit den typischen Klassikern, sage ich mal, Monopoly, Spiel des Lebens, Cluedo, Mastermind. Und 1979 hatte ich quasi ein Erweckungserlebnis. Meine Patentante hat mir damals das erste Spiel des Jahres geschenkt, Hase und Igel. Und damit hat alles bei mir so angefangen. Da habe ich so entdeckt, dass es auch Spiele gibt, die halt ein bisschen anspruchsvoller sind. Ich habe 1984 angefangen mit Warhammer Fantasy Tabletop zu spielen. Damals war halt das Geld knapp, aber die Zeit war da. Das heißt, man konnte nur wenig kaufen, sich aber sehr intensiv damit beschäftigen. Und Mitte der 90er Jahre habe ich dann den Heidelberger Spieleverlag entdeckt und habe festgestellt, wow, das ist ein Spieleverlag, da kann ich jedes Spiel blind von kaufen, es ist immer gut. Und das habe ich dann auch gemacht. Das gipfelte dann irgendwann darin, dass ich, angefangen habe, für den Verlag zu arbeiten. Ich habe als Supporter angefangen, bin auf allen Messen Deutschlands gewesen, habe Spiele erklärt und irgendwann habe ich dann auch beim Verlag selber direkt gearbeitet. Anfangs im Vertrieb, später habe ich dann die Public Relations gemacht, war quasi der Pressesprecher vom Heidelberger Spieleverlag. Nachdem der Spieleverlag verkauft wurde an Asmodee und ich sag mal, meine Stelle ich dort garantiert nicht hätte weitermachen können aus diversen optischen Gründen, habe ich mich entschieden, den Job aufzugeben und habe dann den Laden Fischrick aufgemacht. Wie würdest du heute jemanden überzeugen, der bei Gesellschaft oder bei Brettspiel an Monopoly, Spiel des Lebens, Mau Mau denkt? Wie überzeuge ich jemanden, einen Schritt weiter zu gehen? Indem ich ihm neue Brettspiele zeige, einfach schon von der Optik, von der Haptik her. Spielfiguren sind nicht mehr diese kleinen Kegel von Mensch ärgere dich nicht und auch nicht diese komischen Pinöppelchen von Monopoly, sondern wir haben vollgestaltete 3D-Figuren da drin. Wir haben grafisch super aufgemachte Spiele. Ja? Es gibt ganze Künstler, die davon leben, Spiele zu designen. Ja, da gibt es echte Superstars in der Szene. Wir haben Franz Vohwinkel zum Beispiel, der hat inzwischen so viele Spiele grafisch gestaltet und man erkennt es auch. Ja, man erkennt ein Vohwinkel-Spiel, erkennt man einfach. Einfaches Beispiel, es gibt heute Spiele, zu denen gibt es Artbooks. Ja, also Bücher, wo nur die Artworks der Spiele nochmal schön groß dargestellt werden und die Dinger sind einfach gut. Die sehen einfach schön aus. Das nimmt man sich, guckt sich in Ruhe an, man kann da in Welten versinken. Es gibt nichts Geileres eigentlich, als mit seinen Freunden am Tisch zu sitzen, ein Brettspiel zu spielen, ja, und meinem Kumpel, Freund, Freundin, Bekannten ins Gesicht zu schauen, während ich auf dem Spielbrett den Dolch in den Rücken stoße. Das kann mir kein Online-Spiel bieten, in keinster Weise. Ich muss verschiedene Strategien gehen. Ja, ich kann überlegen, was mache ich, welchen Weg gehe ich, und zwar nicht, welchen Weg gehe ich auf dem Spielbrett, sondern entwickle ich lieber meine Industrie, entwickle ich lieber meine Armee, entwickle ich lieber meine Gefolgschaft. Und ich muss halt wirklich komplexe Denkmuster entwickeln, um bei diesen Spielen erfolgreich zu sein. Es ist eine ganz, ganz eigene neue Welt. Wie bewertest du den Einfluss von Kickstarter in den letzten 5 Jahren auf die Brettspielwelt? Kickstarter ist für mich als Händler ein zweischneidiges Schwert. Für mich als Konsument auch, weil meine Kreditkarte weint jeden Monat. Der Gedanke von Kickstarter ist großartig. Ich gehe mit einer Idee hin, stelle diese Idee der Welt vor und finde Leute, die Idee so gut finden, dass sie mir Geld dafür geben, die Idee auch umzusetzen. Dadurch sind sehr, sehr viele sehr geile Projekte möglich geworden, die sonst nie das Licht der Welt erblickt haben. Was mich aus Händlersicht inzwischen sehr, sehr stört, muss ich sagen, ist zum einen die Tatsache, dass sehr viele etablierte Verlage, die eigentlich ihre Spiele auf herkömmlichen Weg veröffentlichen könnten, die Möglichkeiten haben, finanzieller Art und auch von der Manpower her, den Weg über Kickstarter gehen, damit natürlich die Kundschaft an mir als Händler vorbei abgreifen. Ja, das heißt, ich verdiene nichts daran, Rebell, aber auch einfach eine Zweiklassengesellschaft bei den Brettspielern entstehen lassen. Wenn ich einen Kickstarter mitmache, zahle ich viel, viel Geld, 1 Jahr, 1,5 Jahre im Voraus, und bekomme dann ein Produkt, das meistens gut ist. Ich bekomme Bonusmaterial, das ich nur beim Kickstarter bekommen habe.
Selbst wenn es dann eine Retail-Fassung gibt, die der Einzelne verkaufen kann, fehlen da meistens Sachen bei. Ja? Teilweise unnötiges Bling-Bling-Zeug, schönere Figuren, Tokens aus Plastik statt aus Pappe. Teilweise auch einfach Erweiterungen, die das Spiel interessanter machen. Ja, und das kann ich halt, wie gesagt, beim kleinen Anbieter, auch beim kleinen Verlag, kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Wenn aber halt Schwergewichte wie, ich sag mal, Queen Games oder Cool Mini or Not ihre Sachen immer zuerst über Kickstarter anbieten, dann ist das für mich kein Crowdfunding, wofür Kickstarter gedacht ist, sondern das ist ganz einfach eine Vorbestellplattform. Und das finde ich halt sehr, sehr negativ. Nichtsdestotrotz weint meine Kreditkarte trotzdem jeden Monat. Warum soll ich nach Siegen kommen und Fischkrieg besuchen? Weil ich der festen Meinung bin, dass Fischkrieg einer der besten Läden in Deutschland ist, was die Möglichkeiten angeht. Wir bieten Spieleflächen an, wir bieten Demospiele an. Das gibt es halt nicht besonders häufig. Man bekommt hier eine gute, faire Beratung. Ja, wie gesagt, ich berate nach Bedarf des Interessenten und nicht danach, wovon ich noch ein Lager voll habe. Unsere Auswahl ist anders als in normalen Spielläden. Du brauchst nicht zu uns kommen, wenn du ein normales Spiel haben willst. Ja, wenn du ein Katan haben willst, ein Monopoly haben willst, das kriegst du überall. Bei uns kriegst du das abgefahrene Zeug. Jedes Spiel, was ich im Laden habe, hat einen Grund, warum ich es im Laden haben will. Ja, das kann sein, weil ich das Spiel total geil finde, ist immer das Beste. Es kann sein, weil mir der Grafiker gefällt, weil ich einen Autoren mag, weil das Spiel ein Thema hat. Ja, jedes Spiel, was ich hier habe, stehe ich hinter. Ich verkaufe keinen Murks. Viele Leute sagen so, ah, du findest alle deine Spiele gut, die du hier hast, du willst sie nur verkaufen. Nein, Leute, das Zeug, was ich nicht gut finde, habe ich nicht im Laden. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass meine Kunden sich gut beraten fühlen und sagen, da wurde ich nicht beschissen, da gehe ich wieder hin, weil der verkauft mir cooles Zeug.